Also wir kommen den Versprechungen auch schon entsprechend nicht nach. Nun dürfte man sich ja auch in Russland, im Kreml, die Hände reiben angesichts dieser vielen einzelnen Punkte, die zögerliche Haltung hier bei uns in den USA, nun Polen mit dieser Ankündigung. Jetzt geht dieser Krieg schon seit 1,5 Jahren. Befürchten Sie denn auch, dass das auch alles Zeichen von einer gewissen Kriegsmüdigkeit ist, die inzwischen in den europäischen und auch westlichen Hauptstädten einzieht? Also die ist mit Sicherheit da. Wir sehen ja, und das ist auch nachvollziehbar, wir haben ja eine unglaubliche Aufmerksamkeit im letzten Jahr gehabt, in den ersten Monaten erinnern wir uns daran, jeden Tag Sondersendungen. Und das ist völlig klar, dass das so nicht bleiben kann. Es kann nicht bei keinem Thema so bleiben. Wir haben selbst bei Corona gemerkt, wie dann das auch wieder mal aus den Nachrichten herausgerutscht ist. Und so musste es auch mit der Ukraine sozusagen eigentlich kommen. Aber wir dürfen natürlich nicht, also wir müssen das Medieninteresse ist das eine und das, was im Hintergrund passiert, ist das andere. Ich glaube, dass die Bundesrepublik Deutschland ja eigentlich mehr macht als letztes Jahr. Sie sind jetzt auf Nummer 2 der Waffenlieferungen. Sie sind sehr stark engagiert in der Ausbildung, in der wirtschaftlichen Hilfe. Also jenseits der Medienaufmerksamkeit tut die Bundesrepublik Deutschland ja eine ganze Menge. Die Frage ist natürlich die entscheidende Frage, macht man genug? Also was ist eigentlich der Referenzpunkt? Ist der Referenzpunkt die eigene Innenpolitik, Medienaufmerksamkeit oder ist der Referenzpunkt der Krieg in der Ukraine und das Versprechen auch von Scholz oder zumindest von Pistorius, die Ukraine muss gewinnen? Und da muss man natürlich sagen, dass angesichts dieses Referenzpunktes man eigentlich noch mehr tun müsste. Man macht viel, aber die Ukraine kriegt mit diesen Unterstützungen, ist immerhin in der Lage, sich zu verteidigen. Sie hat die Initiative jetzt mit dieser Gegenoffensive. Aber ein Gewinnen, ein Rausdrängen der Russen aus dem Land erscheint ja in den nächsten Monaten doch unwahrscheinlich. Und da merkt man, wie Außenpolitik funktioniert. Außenpolitik hat eben als einen ganz wesentlichen Referenzpunkt die jeweilige Innenpolitik. Und wenn wir uns an Politik in militärischen Konflikten das anschauen, dann ist es eben sehr oft nicht das militärische Argument, sondern es ist sehr stark die Dominanz der Innenpolitik. Das sehen wir jetzt überall in Europa, das sehen wir auch in den USA. Und wohin das führt, wissen wir alle nicht, weil keiner kann wirklich sicher bestimmen, wie dieser Krieg weitergeht. Es erscheint aber unwahrscheinlich, dass die Ukrainer jetzt in absehbarer Zeit einen politisch verwertbaren Erfolg erzielen, so sehr ich mir das für die Ukrainer wünschen würde. Also kein zeitnahes Ende dieses Krieges. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Einschätzung.